Herzlich willkommen auf der zweiten Station auf der Gran Canaria Reise. Heute aus dem Anfitauro Golf Club. Es wird wieder ein 18 Loch Course Block. Es ist noch ein bisschen dunkel, weil es 7:30 in der Früh ist. Wir spielen heute von Weiß. Der Platz hat 6300 Meter von Weiß. Also nicht das Einfachste. Auch wieder die Medaillen Challenge. Der Platz ist ein paar 72, das heißt 75 Schläge oder besser die Goldmedaille. 80 Schläge oder besser die Silbermedaille und 85 Schläge oder besser die Bronzemedaille. Das erste Loch ein 300 Meter Par 4, also relativ kurz. Wir starten mal mit dem Vierereisen, dass wir locker ins Spiel kommen. So, der erste Abschlag war okay, sind einmal im Spiel. Noch 120 auf die Fahne, Pitching Wedge sollte passen. Links. Aber okay. Der Schlag aufs Grün war leider ein bisschen zu weit links. Muss man gleich die Ausreden aus dem Weg räumen. Die Driving Range war leider zu. Also sind wir noch ein bisschen aus der Richtung. Das ist auch kein schwieriger Chip eigentlich. Aber geht ein bisschen bergab. Die Grüns sind nass, also rollen sie nicht so schnell. Der schaut gut aus. Brems. Doch ein bisschen schneller. Ein bisschen einen längeren Parpart wieder zum Anfangen. Ja, super. So mehr. So, zweites Loch. Par 5 mit 500 Metern. Das erste Mal den Driver zücken. Relativ eng das Ganze. Oh, der war schwach, aber Mitte Fairway. So, zweiter Schlag. Der Abschlag war jetzt nicht lang, aber sowieso vorlegen, den Par 5. Wenn wir jetzt mit dem Fünfereisen hier ein bisschen die Kurve schneiden. Das Grün ist dann ein bisschen weiter rechts. Der schaut gut aus. Da die Länge. Ja, perfekt. So, guter Layup. Wir haben noch 115 Meter. Na, easy Pitching Wedge. Und vielleicht jetzt nicht 100 Meter links wie auf dem ersten Loch. Wieder ein bisschen links. Aber sollte auf dem Grün sein. Ich sehe den Ball jetzt leider noch nicht. Schaut sehr hügelig aus, das Grün. Uiuiui. Das wird ein schwerer Putt. Das habe ich mir anders vorgestellt, den Birdie Putt. Aber ja. Also langer Birdie Putt. Tempo ist wichtig jetzt. Go, 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 go. Sit, sit. Guter Putt. Sehr gut. So, zum Par. Jawohl. Easy Par. So, Loch 3. Par 3 mit 177 Metern auf die Fahne. Geht ein bisschen bergab. Deswegen 5er Eisen sollte eigentlich reichen. Bisschen rechts. Ja, ist okay. Ist okay. Wir waren jetzt leider zu kurz. Aber kein schwerer Chip eigentlich. Ist ein Bump and Run.
Ah, der ist zu kurz. Geh. Ah, ist okay. Und wieder einen längeren Papat. Das sollte nicht zu schwer sein. Ah, schade. Okay, Bogi. Wunderschöne Kulisse wieder, die Sonne kommt langsam. Ah, jetzt kommen die schönen Aussichten. Da hinten haben wir das Meer. Und wunderschöne Aussichten. Und zum Abschlag gehen wir jetzt noch weiter rauf. Wunderbar. Schönes Paar 4 bergab. Mit 375 Metern. Also bei der Aussicht muss man einen Driver schlagen. Wunderschön. Ja, ist ein bisschen links wieder. Na, genau mit der Fairway. Das täuscht ein bisschen. Meter noch. Ein super Abschlag. Jetzt ein bisschen eine Schräglage. Einfach mit 9er Eisen, Mitte grün. Geht ein bisschen bergab, schräg. Der war nicht sauber. Ja, bisschen zu kurz. Müssen wir wieder chippen. Ja, müssen wir nochmal chippen. Haben wir den schönen Sonnenaufgang. Jetzt kann es losgehen. So. Relativ gerader Chip. Sollte wieder nicht so schwer sein. Bergauf, eigentlich ideal. Ah, der hat gebissen. Eieiei. Müssen wir aggressiver sein. Wieder ein langer Barpad, aber bergauf, sollte ein bisschen minimal nach links brechen. Yes! Bärchen! Easy! Weiter geht's! So, Loch 5. Paar 4 mit 350 Metern, geht stark bergauf und komplett gegen die Sonne. Ah, schaut schon geil aus. Das ist einer der schönsten Plätze auf Gran Canaria, soll das sein. Jetzt weiß ich warum. So, safety first, der Greenkeeper ist aus dem Weg. Keine Ahnung, wo der hin ist, aber sollte okay sein. So, der Ball jetzt rechts auf den Fairway. Haben wir noch ein Stückchen bergauf. 110 Meter, aber richtig bergauf. Zu kurz ist blöd, das heißt 9er Eisen, lockeres. Muss eh kurz ergreifen wegen der Schräglage. Der geht genau auf die Fahne. Oh, der kann gut sein. Der könnte gut sein. Let's go! War jetzt leider doch ein bisschen zu lang. Aber zumindest mal eine Birdie-Chance. Und kein ewig langer Barpat. So, der geht jetzt richtig bergab. Aber ziemlich gerade. Ja, ziemlich gerade. Sit. Ui. Wieder so einen langen Barpad. Ei, war der lang. Ha. Schwierig, schwierig. Okay. Unglaubliche Saves heute. Wieder ein Bärchen. Puh, jetzt wird es dann langsam knapp mit den Bärchen. Ah, jetzt haben wir die beste Aussicht aufs Meer.
wunderschön. Ein paar drei mit 190 Metern. Das Grün schaut riesig aus. Bisschen bergab. Vierereisen. Ja. Ui, der ist rechts. Aber er liegt. Oh, das war fast ein Socket. Ja, der war jetzt hart an der Grenze zum Aus. Also, hier ist die Linie. Und hier ist der Ball. Ja, da oben ist die Fahne. Tja, der Schläger wird jetzt ein paar Kratzer abbekommen, aber was man nicht alles tut für YouTube. Das ist wie ein Bunkerschlag eigentlich. Ja, und der wird auf dem Grün sein. Na, schauen wir mal, wo der gelandet ist. Der sollte irgendwo auf dem Grün sein. Schaut mal nicht so schlecht aus. War jetzt ein bisschen glücklich, aber das nehmen wir alles. So, Papat. Der Ball hat jetzt auch ein bisschen Schäden abbekommen. So, bricht ein bisschen nach rechts. Na, Push war das jetzt. Leider nur Bogey, aber besser als wie im Aus. Zwei über Paar. So, Loch 7. Und nochmal eine schöne Aussicht aufs Meer. Paar 4 mit 409 Metern, also eher längeres. Also Driver braucht es jetzt, dass man halbwegs einen Schlag aufs Grün haben. Relativ breit das Ganze. Bisschen flach, aber ja, ist okay. Mitte Fairway. 180 noch auf die Fahne. Gutes Vierereisen bergauf. Rechts ist gut, links ist Wasser. Also bisschen weiter rechts anhalten. Der geht links. Und der ist im Wasser. Eieiei. So, wir müssen jetzt hier leider drucken. Der erste Fehler heute. Und wir haben noch 114 Meter auf die Fahne. Bergauf, also Pitching Wedge. Das schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, okay, ist oben. Ist oben. So, kleine Chance aufs Bogi noch. Ah, der Wasserball war unnötig. Ah, jetzt schauen wir, dass wir noch irgendwie das Bogi retten. Sonst halt Doppelbogi. Ah, schade. Doppel. Doublette. Vier über Paar. Ah, jetzt braucht's Birdies. Loch 8, Paar 4 mit 339 Metern. Geht wieder bergauf, bisschen nach rechts. Ja, die Kulisse ist schon ein Wahnsinn. Schafft er den Bunker? Ja, wir sind drüber. Perfekt. Also der ist jetzt hier im Bunker aufgekommen, ist dann aber rausgehupft und wir haben jetzt noch 128 Meter bergauf. Das heißt, sicherheitshalber ein Achtereisen, lockeres Achtereisen. Der schaut gut aus. Bisschen lang. Ah, ist okay. Wir putten. Ah, richtig cool. Wie ein Kolosseum hier. Ja, ist schon schön. Oh, und der Ball war gut. Bin high, bisschen links. Also bei der Kulisse, Birdie Putt, jetzt habe ich nochmal Glück gehabt, dass der da nicht
runtergerollt ist. Ja, also zum Birdie braucht es jetzt dringend. Geh, 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 yes! Ah. 3 über Paar. Paar 5 mit knapp 500 Metern, 499. Da geht es jetzt einfach geradeaus mit dem Driver. Es geht so links um mein Wasserhindernis wieder. Ja, der war perfekt. Der war richtig gut. So ein mega Abschlag. Viele Fairways heute. Wo ist die Fahne? Wo ist die Fahne? Da ist die Fahne. 235 ist ein bisschen zu weit übers Wasser. Das heißt jetzt vorlegen. Vorlegen mit dem Hybrid. Ja, perfekte Lage wieder. Na, nicht im Bunker. Ja, müssen wir schauen. Habe ich nicht mehr gesehen. Also, den Bunker hier ausgewichen. Eine perfekte Lage. 75 auf die Fahne. Also, ein ganz normaler Schlag mit der Lob Wedge. Ein bisschen flacher reinspielen. Also bessere Birdie-Chance kriegt man hier nicht mehr auf dem Platz. Ja, wieder links. Spin. Ah, der rollt noch nach links. Naja, alles gut. Langer Birdie-Putt. Also war jetzt Pin High. Pin High, aber leider ja, 7, 8 Meter links. Ist aus der Entfernung nicht gut. Wunderschöne Grüns, wie ein Teppich. Geht jetzt ziemlich bergauf. Also gutes Tempo braucht es jetzt. Bricht ein bisschen nach rechts und bergauf. Brich! Oh, guter Putt. Schade. Aber easy Bar. 3 über nach den ersten 9 und noch auf Goldkurs. So, Loch Nummer 10, die zweiten 9. Paar 4 mit 363 Metern, aber wieder ein bisschen bergauf. Da braucht man jetzt ein bisschen Carry, dass man da über die Steinwand kommt. Aber das sollten wir auf jeden Fall haben. Komm, 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 komm. Der liegt aber irgendwo rechts zwischen den Palmen. Eieiei. Ja, wir sind im Spiel. Die Fahne ist da oben. 137, also 7 Eisen mit einem Fade. Ja, ja, es geht. Also, alle aufgepasst. Ich zeige euch jetzt, was man nicht machen soll. Ja, kurz vor dem Grün. So, wie gesagt, kurz vor dem Grün. Ist kein einfacher Schlag, aber kann froh sein, dass ich noch im Spiel bin. Wollen wir den ein bisschen höher spielen? So ein Semi-Flop-Shot. Up and down zum Paar. Ja, ist okay. Also längerer Paar-Putt wieder. Bricht alles ein bisschen runter. Es wäre jetzt ein mega Paar. Geh! Boah. Ja, alle können nicht fallen. Also, super Bogey. Nehme ich mit Handkuss. Jetzt haben wir wieder ein wunderschönes Paar 3. Steil bergab. Oh, wieder eine wunderschöne Aussicht. Musik.
176 Meter auf die Fahne. Aber richtig bergab. Ich glaube, ein 7er-Eisen reicht. Ein richtig gutes 7er-Eisen. Oh, das schaut gut aus, wenn er die Länge hat. Ja, viel zu kurz. Der ist nicht mal auf dem Grün. Bleib ein bisschen Gegenwind. 6er-Eisen wär's. Also viel zu kurz leider. Den eigentlich echt sauber getroffen. Aber wir sollten jetzt hier... Ah, hier liegt er. Leider, ein Tick zu kurz. Up and down zum Paar wieder. Ja, okay. Ist okay. Bricht ziemlich stark nach links. Ganz locker. Seiteneingang. Easy Bar. Alles andere als easy. So, Loch 12. Ein Paar 5. Ziemlich bergauf wieder. Also gerade ist hier kein Loch auf dem Platz. Wie gesagt, Paar 5 mit 467 Metern. Aber halt bergauf, das spielt sich mindestens 500 Meter. Ah, schön. Schön, schön. Go. Der war fast verfehlt, aber zumindest gerade. Gerade und gerade ist Fairway erreicht. Alles gut. So, da der Abschlag echt nicht gut getroffen war, haben wir noch 275 Meter auf Mitte Grün. Das heißt jetzt mit dem Dreierholz einfach so weit wie möglich nach vorne. Ja, ist relativ eng. Jawohl. Flach, aber der rollt und rollt und rollt. Ja. Gut, gut, gut. Also ich habe es jetzt schon öfter gesagt, aber die Kulisse, ja wie in einem Western. Wunderschön. Wir haben noch 80 Meter auf die Fahne. Ich werde jetzt mit der Sandwich so einen Pitch raufschlagen. Geht ein bisschen bergauf. Ah, ich glaube, der ist zu lang. Ja, er hat jetzt hier leider in der Downslope gepitcht. Deswegen ist er noch drüber gerollt. Aber wir haben einen Putt. Der wird massiv schnell sein. Brechen tut nicht viel, aber lass mal die Fahne drinnen. Also Break fast gar keins, aber halt schnell. Brich rein. Oh, schade. Der Putter ist heiß heute. Schade, schade. Weiterhin 4 über Paar. Wir brauchen noch ein Birdie. Für die Goldmedaille. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf dem Signature-Loch vom Platz. Und ist jetzt da ganz nach hinten zum Abschlag. Da könnte jedes Loch das Signature-Loch sein auf dem Platz. Einer der schönsten Plätze, was ich gespielt habe. Wir haben 178 Meter auf die Fahne, aber wieder voll bergab. Diesmal nehme ich auf jeden Fall das 6er-Eisen. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Da gibt es halt nicht viel Platz. Oh, der ist genau auf die Fahne zu. Boah, der war fast wieder zu kurz. Er ist noch auf dem Grün, aber halt kurz. Ich glaube, der Wind fährt da ein bisschen rein. Gerade und gerade auf dem Grün.
Ein sehr langer Birdie Putt. Ein sehr langer Birdie Putt. Das ist ganz schwer einzuschätzen, die Distanzen. Ich habe gedacht, der passt genau mit dem 6er Eisen, aber wäre ein Schläger mehr gewesen. Da ist relativ flach und am Anfang geht es bergauf. Es geht alles ziemlich bergauf. Geh, 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 geh. Ja, bleib oben. Ah, Wadelbeißer nochmal. Gerade bergauf. Bärchen. Loch 14. Also da haben wir jetzt richtig bergab. Da heißt es jetzt den Ball sauber treffen. Der wird gefühlt 10 Minuten in der Luft sein. Par 5 mit 519 Metern. Bisschen rechts. Aber sollte okay sein. Also 260 Meter noch auf Mitte grün. Das heißt 250, 45 auf Anfang. Aber stark bergab. Es ist wirklich Gegenwind. Jetzt merkt man es langsam, deswegen waren die Eisenschläge so kurz. Das heißt, mit dem Holz komme ich da wahrscheinlich nicht hin zum Grün, aber es schaut jetzt so gut aus. Der ist wie aufgetiet. Deswegen riskieren wir es. Der war jetzt leider komplett rechts auf der Straße aufgekommen. Hoffentlich liegt er noch. Das war jetzt ein 250 Meter Schlag mit Hilfe von der Straße. Liegt eigentlich in 1A Position. Fast Pin High. Glück gehabt. Muss ich jetzt ein bisschen höher reinspielen. Das schaut gut aus. Also, mit ein bisschen Glück wieder eine richtig gute Birdie-Chance. Der war jetzt sehr wichtig. Das würde uns wieder auf Goldkurs. Hat jetzt ein bisschen von der Straße mitgenommen, der Ball. Also, das Birdie würde uns wieder auf Goldkurs bringen. Come on. Schade. Ja, weiter 4 über Par. Wir brauchen ein Birdie. Loch 15, Par 3. Kurzes Par 3, 137 Meter auf die Fahne. Umgeben von Palmen. Wieder schön. Jetzt werden wir den Wind auch ein bisschen mit einberechnen. Es geht bergab, aber leichter Gegenwind. Also 8er Eisen, 137 Meter. Ein Birdie brauchen wir. Ja, der ist links. Der ist komplett links. Eieiei. Ja, also das Glück, was ich am vorigen Loch gehabt habe, wird mir jetzt ein bisschen zurückgezahlt. Ja. Fast unmöglich. Ich stehe komplett bergab und werfe eine kurz gesteckte Fahne. Eieiei. Da braucht es jetzt fast ein Wunder. Ja. Wenn wir nochmal chippen. Jetzt wieder komplett bergauf. Eieiei. Da haben wir jetzt die Goldmedaille verspielt. Was zum Bogey? Ja. Ah, Golf ist so böse. Doppelbogey.
Sexy, Baba. So, jetzt müssen wir uns wieder sammeln und nochmal kämpfen um Silber. Wir haben ein kurzes Par 4 mit 305 Metern. Das ist ein scharfes Dogleg nach rechts, aber bergauf. Ich werde jetzt probieren, da über einen großen Bunker spielen. Ich hoffe, das geht sich aus. Ah, der geht in den Bunker. Ja, leider im Bunker. Leider im Bunker, aber nicht so schlimm. Wir haben jetzt noch 87 Meter. Stark bergauf. Gepetsch. Okay, puh. Gott, irgendwie rausgeklopft. Aber sollte auf dem Grün sein. So, nochmal eine kleine Birdie-Chance. Leider nur Bogey. So, Loch 17. Par 4 mit 325 Metern. Ich muss jetzt schauen, dass man das Ganze nicht entgleitet. 7 über Par. Das heißt, ein Bogey darf man noch leisten für Silber. Aber schauen wir, dass wir noch zwei Pars machen und easy Silber machen. Da ist ein bisschen links. Bunker rein, Bunker raus. Ja, ich glaube, ist okay. Dann leider wieder im Bunker. 120 Meter noch auf die Fahne. Palme ein bisschen im Weg. Ah, jetzt läuft alles gegen mich. Aber schöne Kulisse. Kann ja nur gut werden, der Schlag. Fett leider. Naja. Ja, und leider zu lang. Das war noch ein langer Barpad. Komplett bergab. Sollte ein bisschen nach links brechen. Wieder nur ein Bogey. Ja, 8 über Par. So, Loch 18. Wir brauchen jetzt unbedingt ein Par, sonst wird's nur Bronze. Mal ein Par 5 mit 473 Metern. Ja. Jetzt nochmal alles geben. Na, der schaut gut aus. Ja, sollte passen. So, come on. So, das Fairway jetzt leider leicht verfehlt. Wir haben noch 208 auf die Fahne. Bergablage. Es wird nicht einfacher. Also ich probiere jetzt mit dem Hybrid ein bisschen links anhalten, dass er vom Wasser weggeht. Ich glaube, vorm Grün hängt alles zum Grün runter. Deswegen kann der noch aufs Grün rollen. Aber der muss jetzt halt sitzen. Ein Paar braucht man. Jawohl. Kleiner Stinger. Also im Wasser ist er auf jeden Fall nicht. Irgendwo vor dem Grün hoffentlich. Ein gewaltiger zweiter Schlag. Kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ich will es nicht verschreien, aber ist nochmal ein Up and Down zum Birdie. Dass wir unter 80 spielen. Wenn es ein Paar wird, haben wir trotzdem die Silbermedaille. Kein schwerer Chip. Easy. Na, bisschen zu kurz. Und da werde ich hoffentlich nicht drei Buttons.
Bergaufbad. Ein bisschen, bricht ein bisschen nach rechts. Tja, das passt zu den zweiten 9. Also, Bärchen, wunderschöner Platz, Anfidauro auf Gran Canaria. Leider das Finish war jetzt nicht so überragend, aber trotzdem gute Runde. Also 80, 8 über Bar, Silbermedaille. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.